Maria, wir wollen gerne mit Ihnen über den Tatort reden, aber ein bisschen müssen Sie uns erklären, wie Sie zum Duett mit Udo Lindenberg kamen. Ja, das war eine schöne Geschichte. Wir trafen zufällig auf Udo Lindenberg und... In einem Hotel, in dem er wohnt. Im Atlantik. Ja, naja, ja. Ist ja nicht so geheim. Er ist ja überall immer sichtbar im Atlant. Ja. Mensch, wie sieht's denn da aus? Weil wir haben... Kann ich das erzählen? Ja, bitte, weil wir haben, zwei Jahre praktisch Tür an Tür gelesen. Streng vertraulich. Immer neugierig. Ich hatte mir natürlich irgendwie eine Suite vorgestellt im Atlantik, die also wirklich eines Udo Lindenberg würdig ist. Ich kam in ein, darf ich das sagen, ein wirklich kleines, zwei kleine Zimmer, die voll sind mit vielen Dingen, die auch an Udo erinnern und seinen Bildern und einer Rudermaschine. Und dann machte er einen Schrank auf und ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass so ein Popstar endlos Rockstar, endlos Klamotten hat. Da hing, ich weiß nicht, fünfmal dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Jacke, sechsmal dieselbe Hose. Das war schon ein ziemlich toller Moment, als ich dann Backstage war und dann lagen so die Mikros mit den Headsets und dann war da Alice Cooper, Gentleman, Marteria, Udo, Angus Stone und dann irgendwo Maria. Nein, nur Maria, ich stand nur Maria da. Es war... Er ist der entzückendste, liebevollste Mensch und ich weiß, wir hatten dann auch eine, wir waren dann auch, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Sendung, wo ich dann auch nochmal mit ihm gesungen habe und da war vor uns so eine Frau, die hat eine gigantische Céline Dion-Stimme gehabt und er sah mir offensichtlich an, wie alles in mir zusammenschmurzelte und ich dachte, oh Gott, und ich kann eigentlich nicht wirklich singen und so und er sah das nur und sagte, weißt du mal, ja, so eine Stimme, die gibt's millionenfach. Das, was wir da machen, das ist unique, okay? Super. Super.